Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wie ist es denn, was für ein Gefühl muss das sein, für sein Lebenswerk ausgezeichnet zu werden, so einen Preis entgegenzukriegen? Ja, da blickst du zurück. Es ist ein langer, langer Weg. Das fängt an ganz früh in Hamburg. Da hatte ich noch nichts mit Popmusik überhaupt an der Backe. Und das hat sich dann so weiter durchgezogen zu verschiedensten Bands. Und ich bin sehr glücklich darüber. Das glaube ich auf jeden Fall. Auch die Rede im Video, bevor Sie den Preis bekommen haben, Paul McCartney. Also solche Sachen gehen einem tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr ans Herz, oder? Das ist schon wunderschön. Paul ist ein ganz super Typ und ich freue mich, dass er sich die Mühe macht. Der hat so viel zu tun, der hat ein Schedule, da fällt dir nichts so ein. Er hat ja überhaupt keine Zeit. Dass er die Zeit findet, das zu machen, alle Achtung. Toll. Ist einem eigentlich bewusst, bei all dem, was man tut über die Jahre, dass man ein richtiges Lebenswerk schafft, etwas, das bleibt, etwas, worüber viele Leute viele, viele Jahrzehnte noch reden werden, oder ist das beiläufig? Nein, das ist schon, man merkt es schon an der Reaktion von Menschen und was sie sagen. Nur das, wo ich Probleme mit habe, ist, dass ich dann wirklich, sagen wir mal, arrogant werde oder das irgendwie mich irgendwie beeinflusst oder mich verändert. Da bin ich froh darüber, dass das nicht passiert ist. Das ist, glaube ich, nicht passiert. Das hat man auch gemerkt, eben gerade auf der Bühne. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß mit diesem Preis als Lebenswerksaufzeichnung. Alles Gute. Vielen, vielen Dank.